bin angeschrieben worden, ob ich nicht vielleicht ein Tutorial zu der Kommunikation zwischen verschiedenen Fenstern machen könnte. Also, dass man zum Beispiel in einem Fenster irgendeine Nachricht schickt, im anderen empfängt und wie auch immer. Da habe ich mir dieses kleine Programm hier überlegt, sodass wir ein Hauptfenster haben mit drei Stapeln von Losen oder so, simuliert durch Buttons. Wenn wir uns jetzt einen Stapel einfach mal runternehmen, dann kriegen wir ein neues Fenster und können dann per Mausklick eben Lose rubbeln. Und das wird dann hier oben gezählt, ob wir gewonnen oder verloren haben. Sodass wir eben die Kommunikation zwischen den beiden Fenstern haben und hier was zählen, was wir hier klicken und so weiter. Ja, dann sehen wir das Ganze mal genauer an, wie das aufgebaut wird. Vorher sah unser Programm in etwa so aus. Wir hatten ein Fenster, was von JFrame geerbt hat, und dann hatten wir einen ActionListener, der das Interface ActionListener implementiert hat. Und ein Fenster hatte einen Listener, und so konnten wir dann unsere Buttonklicks verwalten und dies und jenes. Das Neue sieht jetzt ein bisschen anders aus. Hier. Da haben wir jetzt, ich mach's mal ein bisschen größer, da haben wir schon mal direkt zwei Fenster, die von JFrame erben. Also das eine Hauptfenster mit unseren drei Buttons und den zwei Text-Areas da oben, wo wir nachher Gewinn und Verlust reinschreiben. Und dann muss es noch sowas wie Setter-Methoden geben, um die Text-Areas setzen zu können, das sehen wir gleich nochmal genauer. Und unser kleines Losfenster, was nur einen Button hat, wo man draufklicken kann, um eben rubbeln zu können. Dann haben wir so etwas wie einen Listener-Adapter, den sehen wir uns gleich nochmal genauer an. Der implementiert zum einen Action-Listener, das haben wir ja schon mal gesehen, das haben wir auch schon gemacht, und ein Window-Listener. Das gucken wir uns nochmal gleich genauer im Quelltext an. Dann haben wir hier irgendwie sowas wie eine Verwaltungskontrollklasse, die dann irgendwie das Rubbeln verwaltet, Gewinnen, Verlieren und so. Und irgendwas, um speichern zu können, wo wir nachher die Verlust und Gewinn, die Variablen speichern, wie oft wir verloren oder gewonnen haben. Ja, wir hatten jetzt gerade schon gesehen, dass der Listener-Adapter sowohl den Window-Listener als auch den Action-Listener implementiert. Also muss eben beide Funktionalitäten bereitstellen. Action-Listener kennen wir schon, das ist diese Action-Perform-Methode, um diese Action-Events von den Buttons abfangen zu können. Und dann gibt es hier noch den Window-Listener, das sind die restlichen. Das ist im Prinzip dasselbe wie der Action-Listener für Buttons, aber für eben Fenster. Das heißt, wir fangen dann so Events ab wie Fenster geöffnet, Fenster schließt gerade, Fenster ist geschlossen und so weiter und so fort. Und da kann man einfach für diese Events irgendwelche Implementierungen bereitstellen, was er tun soll, wenn er dieses Event empfängt. Das Hauptfenster. Da passiert auch nichts viel Spektakuläres. Wir erzeugen hier erst ein paar Variablen für die Buttons und die Text-Areas, dann die beiden bereits erwähnten Setter-Methoden für Gewinn und Verlust. Die bekommen einfach irgendeinen Integer-Wert, der eben gesetzt werden soll, und schreiben dann in das jeweilige Text-Area den Gewinn oder Verlust rein. Das Fenster selber ist leicht gebaut. Wir erzeugen jetzt hier anstatt einem Action-Listener nur einen Listener-Adapter, weil der ja unter anderem die Action-Listener-Funktionalität bereitstellt. Der kann ja als Action-Listener fungieren, als auch als Window-Listener. Das haben wir ja beides implementiert und können damit beides machen. Gut, jetzt erzeugen wir noch das Frame, setzen unseren Titel und fügen jetzt auf das Frame den Window-Listener hinzu, das ist das hier, 38. Das läuft im Prinzip genauso ab wie der Action-Listener. Wir erinnern uns zum Beispiel hier unten, nehmen wir uns einen Button und sagen dann add Action-Listener x, sprich dieser Button, Los-Button 1, soll, sobald er irgendeinen Action-Command abschickt, weil er geklickt worden ist, soll das an den Action-Listener x gehen. Und das genauso machen wir mit einem Window-Listener für ein Fenster. Das heißt, wir nehmen jetzt hier ein Fenster statt einem Button und sagen dann add Window-Listener x. Er ist jetzt derselbe, weil der ja beides kann.
Und sobald es dann ein Event für einen Window-Listener gibt, wird da eben an den verschickt. Der Rest ist mittlerweile ja bekannt. Wir setzen Größe, das Layout, wir erzeugen einen Container, fügen die Text-Errors in den Container, setzen dann den Container und die Buttons in unser Hauptfenster und setzen noch Action-Commands und den Action-Listener. Das haben wir alles schon mal gesehen. Hier haben wir jetzt das Losfenster, das ist ein bisschen kleiner. Das Oberst lassen wir gerade nochmal weg, danach erzeugen wir den Frame selber, setzen Titel, setzen den Window-Listener, kennen wir jetzt auch. Größe, Sichtbarkeit, unseren einzigen Button wird drauf gesetzt. Der wird dann noch dem Fenster hinzugefügt, es wird eine Action-Command gesetzt und der Action-Listener übergeben. Nur während wir hier oben den Listener-Adapter dann erzeugen, gibt es da was Neues. Und zwar erzeugen wir erstmal den Listener-Adapter hier, ganz normal. Und jetzt öffnen sich aber nochmal geschweifte Klammern und da wird nochmal was angegeben. Wenn wir uns jetzt den Listener-Adapter nochmal ansehen, habe ich ja implementiert für Window-Closing, also wenn das Fenster geschlossen wird, soll er das Programm beenden. So, jetzt sind wir aber gerade im kleinen Losfenster. Und da wäre es ja nicht so richtig schön, wenn man da das kleine X anklickt und dann geht das ganze Programm zu. Deswegen nutzen wir hier eine sogenannte anonyme Klasse, wo wir nur eine Methode nochmal überschreiben und anders darauf reagieren. In diesem Fall werden wir Window Closing mit e.getWindow.dispose überschreiben. Also wir nehmen uns das Window-Event hier, das ist das E, suchen uns dann das Fenster, was dieses Window-Event ausgelöst hat und geben nur das frei. Das heißt, sobald das kleine Losfenster ja eben geschlossen werden soll, dann schickt es ja das Window-Event Window-Closing ab. Dann fragen wir, ja, welches Fenster war es denn und geben das halt frei, in dem Fall das Losfenster. Also schließen wir im Losfenster nur das kleine Losfenster, während wir im Hauptfenster das ganze Programm beenden, wenn wir auf das X klicken. Dann haben wir auch schon mal das Fenster hier besprochen. Jetzt gucken wir uns noch kurz die Statusklasse an. Das ist unsere Datenhaltungsklasse, die für das Speichern der beiden Variablen zuständig ist, die wir nur benutzen. Also wir können Verlust und Gewinn eben speichern hier drin und dafür gibt es eine Inkrementierungsmethode. Das heißt, wir können Verlust und Gewinn jeweils erhöhen um 1, wenn wir es brauchen. Und in der Theorie auch setzen, auslesen für beide. Aber die brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ja, wir starten unser Programm. Dann öffnet sich das Hauptfenster. Dann kann man durch einen Klick oben rechts auf das X das Programm beenden. Oder durch einen Klick auf einen von unseren drei Stapeln ein Losfenster öffnen. Dieses kann man dann wieder durch einen Klick auf das X schließen, dann würde man wieder oben bei unserem Hauptfenster landen. Oder wir können auf unseren Hubbeln-Button klicken und dann wird ausgewertet, ob ich gewonnen oder verloren habe. Und entsprechend wird dann eben Gewinn erhöht oder Verlust erhöht. Und man kann eben erneut klicken oder das Fenster schließen. Das hier unten habe ich rot eingekreist, weil da ist eigentlich eine interessante Stelle mit Speichern und GUI neu setzen und so. Da ist eigentlich generell überhaupt mal ein bisschen Kommunikation zu finden. Ansonsten passiert hier eigentlich nicht viel. Den oberen Teil, der ist schon sowieso drin durch das Erstellen der Frames und unser Window-Listener. Das ist eh schon alles fertig, nur der untere Teil ist noch in irgendeiner Weise spannend. Da sehen wir uns den dann nochmal genauer an.